Liebe Zuschauer, Woche für Woche föhnen, tupieren und färben Friseure in ihrer Freizeit um die Wette. Ob bei der Coiffeur Diffusion in Paris, dem Franz-Störer-Wettbewerb in Darmstadt oder beim Wettbewerb um das Goldene Schiffshebewerk in Waltrop. Überall wird der Kampf um den schönsten Schopf bis aufs letzte Haar geführt. Der Bundestrainer beschreibt die Idealfrisur als Obsession. Ein schöner, schlanker Hals, die Nackenhaare, der Kopf, alles Harmonie in Vollendung. Ich kann es beim besten Willen nur mit einer Beethoven-Sonate vergleichen, so der Bundestrainer. Aus der Welt der außergewöhnlichen Haare nun der folgende Beitrag des Südwestfunks in unserer ARD-Reihe, der Dokumentarfilm.